gleich mal nachgucken, so wie es läuft. Ne? Ja, schönen guten Morgen. Ich bin heute mal wieder am Forellensee. Schönen Tag Forellenangeln machen. Hier an der Taunus Fishing Ranch. Hab mir zwei nette, kompetente Herren mitgebracht zur Verstärkung. Und die stellen sich jetzt erstmal vor. Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin der Herbert Wagner, auch Herbie genannt, der Betreiber von der Taunus Fishing Ranch. Wie der Name schon sagt, liegen wir hier im wunderschönen Taunus, so in der Mitte zwischen Wiesbaden und Koblenz. Wir haben die Anlage jetzt hier relativ neu und starten jetzt hier frohen Mutes in die neue Angelsaison. Genau. Und zu meiner Rechten? Ich bin der Carsten Neumann, der Verkaufsleiter von Paladin. Und ja, wir machen heute einen schönen Tag hier. Wollen heute mal einen besonderen Köder oder eine besondere Köderkombination ausprobieren, ne? Genau, wir wollen heute zum Trimarilla angeln eine Kombination aus einer Gummibienenmade und einer echten Bienenmade probieren. Und gucken mal, ob das funktioniert. Ist ja schon recht ungewöhnlich mit so einer Kombination. Meistens werden ja zwei natürliche Bienenmaden aufgezogen. Ist dann manchmal gerade beim Neumontieren so ein bisschen, ja, ein bisschen tricky. Oder das dauert auch ein bisschen Zeit, bis man dann neu montiert hat. Wir versuchen heute mal so eine Kombi. Wie das funktioniert und wie die Vorteile aussehen, das zeigen wir euch jetzt. So, das sind die künstlichen Bienenmaden von Paladin, mit denen wir heute fischen werden. Carsten, erzähl doch mal, was sind denn die Vorteile von diesem Köder? Ja, an erster Stelle einmal ist sehr einfach aufzuziehen. Durch die unterschiedlichen Farben hat man noch ein schönes Reizspiel, was die Forelle anregen soll. Und ich brauche natürlich beim schnellen Köderwechsel immer nur eine Bienenmade erneuern. Ja. Kann mit der künstlichen so weiter fischen. Das heißt, wenn es richtig beißt, dann ist man schneller wieder am Fisch, weil man nicht erst noch 5 Minuten dann noch die zweite Bienenmade neu aufziehen muss. Das heißt, man kann schneller die Montage wieder einsatzbereit machen und kann schneller weiter angeln. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie du die so montierst. Perfekt. Ja, von der Beköderung funktioniert das wie bei einer ganz normalen herkömmlichen Bienenmade. Die ziehe ich von hinten nach vorne auf. Jetzt wunderbar auf das Vorfach hochschieben und kann jetzt vorne die echte Bienenmade davor setzen. Die stiche ich zuerst hier oben direkt unter dem Kopf ein, verdrehe die und schon ist es fertig. Geht los. So, dann werden wir jetzt mal den ersten Wurf probieren. Hier, Carsten, stopp, stopp, stopp. Du hast das eben so schön montiert und ich bin ja blutiger Anfänger, das kannst du bei mir auch mal machen. Gerne. Ja? Du hast dich so toll aufgezogen. Ich habe ja auch schon einen Haken parat. Also ran. So machen wir es. Prima. Hier habe ich mal den Haken für dich, wa? Danke dir. Ich würde sagen, bei dir probieren wir mal eine andere Farbkombination, so eine klassische Schwarz-Weiß. Ja, das ist super. Lösung. Denn man weiß ja auch nie, welche Farben die Forellen so an dem Tag gerade bevorzugen. Genau. Hast du toll gemacht, weil er das jetzt beim Herbie auch so schön gemacht hat, macht er das jetzt bei mir auch nochmal und dann können wir auch loslegen. Dann gehen wir her. Dann lass uns mal jetzt Fische fangen, wa? Ja, super, danke dir. So, nachdem uns der Carsten jetzt so schön die Bienenmaden-Kombi montiert hat, doppeltes Dankeschön an den Carsten. Gerne geschehen. Legen wir jetzt danke, mal los Carsten. Und gucken, ob da was beißt. Ja, wollen wir wollen mal gucken, ob die Dinger jetzt noch wirklich laufen, genau, Herr Carsten. Genau. Okay, ich bin los, mal Männer. Nicht so ganz sicher. Männer rein mit der Rute. Wunderbar, wa? Eigentlich bin ich verfolgt von der Montage. Wir werden
den ersten Tor wollen wir ja auch noch nichts sagen, oder? Ich glaube, nicht die Dinger fangen. Ich habe einen hier. Guck mal. Da ist eine schöne. Oh, und die will doch gar nicht. Die will doch nicht in den Kescher. Ja, da ist sie. Klasse. Petri. Ja, hat ja nur 5 Minuten gedauert. Da hat der Herbie schon den ersten verhaftet. Hättest du nicht gedacht, oder Herbie? Ja, ich habe mich auch gewundert, dass die schwarzen Dinger vom Carsten so gut fangen. Aber wir gucken mal noch weiter dabei. Ich glaube, da geht noch was heute. Genau. Auf jeden Fall. Ja, also da kriegen wir noch was hin. Haben wir noch mal eine erwischt. Jetzt habe ich allerdings mal die Made gewechselt. Jetzt habe ich weiß. Oh, da guck, da siehst du so schön im Maul hängen auch, die weiße. Die weiße Gummimade vom Carsten. Da sieht man so schön hängen. Da, wunderbar. Fangen die Dinger, Carsten! Ja, wir hatten erst probiert, jetzt die Gummimade solo zu fischen. Da waren nur 2 kurze Anpacker. Jetzt die echte Bienenmade davor geschaltet und schon hat es wieder geklappt. Wunderbar, jetzt habe ich auf Rot umgebaut, weil der Carsten damit gefangen hat, jetzt klappt es auch hier. Ja, super, scheint auch gut zu hängen, so muss das sein. Jawohl, auch auf die rote Bienenmade, so stelle ich mir das vor. Ja, wie man sehen kann, hier auf eine rote Bienenmade in Kombination mit einer normalen Bienenmade ist auch beim Biss eigentlich kein Unterschied zu einer doppelten Bienenmade. Die nehmen den voll durch, also ist nicht so, dass sie den wieder ausspucken. Ja, also auf jeden Fall eine super Idee, weil man einfach mit einem beständigeren Köder fischt und Unterschiede beim Biss gibt es nicht. So, unser Ködertest hier mit den Kombiködern aus künstlicher Bienenmade und normaler Bienenmade oder sogar Solo künstlicher Bienenmade ist jetzt vorbei. Wir haben noch eine relativ kurze Zeit eigentlich gefischt und da trotzdem innerhalb dieses kurzen Zeitraums recht gut gefangen. Jeder hat ein paar schöne Fische gefangen. Also funktionieren die Dinger, oder Carsten? Auf jeden Fall, und gerade in der Kombination auch mit der natürlichen Made sieht man, der Fisch schluckt den Köder wie, als wenn man mit einer ganz normalen Bienenmade fischt. Eigentlich ganz hervorragendes Ergebnis. Ja, und hier, der Herbie hat sogar Karpfen gefangen, ja, auf diese Hammer. Ganze Geschichte. Da ja, waren wir leider gerade eine Forelle am Drillen, deshalb konnten wir nicht filmen.
aber unglaublich, sogar ein Karpfen da drauf. Ja, also ich habe mich da selber auch überraschen lassen. Ich dachte, erst wäre ein schöner großer Lachs, auch so vom ganzen Weißverhalten her. War jetzt auf eine Weiß-Weiß-Kombo, also weiße Gummimade plus normale Bienenmade. Vorher hatte ich mit Schwarz auch gefangen, also die Farben gehen anscheinend auch alle. Ja. Also ist eine gute Sache. Also, und sogar Karpfen. Und Karpfen, ja, ist der Hammer. Also wir machen jetzt noch ein bisschen weiter hier, versuchen noch den einen oder anderen Fisch zu fangen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.